Hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder hier vor der Ameise, die am Verrecken ist, wollte ich schon sagen, die erst bei Übel ist, durch unseren selbstgemachten Burger. Und wir müssen, glaube ich, dieses Liedchen spielen. Gelb, blau, grün, rot, schwarz, blau. Das vergeige ich doch, das kann ich mir noch gar nicht merken. So, setzen wir mal das Entchen hier hin. Ameise scheint nicht so begeistert. Gelb, blau, grün. Rot, schwarz, blau. Ja, man hat auch die richtige Melodie gespielt. Und schon pennt hier unser Kollege auch vom vielen Kaffee trinken. Nee, hier kann ich keine Scheckkarte nutzen. Hier brauche ich einen Schlüssel für. Der Freund pennt da oben erstmal schön. Aber nur der da oben. Die sind hier immer noch am Machen. So. Und der Stromkreis hat hier funktioniert. Lassen wir das Wasser ab. Und ziehen wir hier die Scheckkarte durch. Hier hinten war nichts außer Gold. Was soll eine Kakerlake auch schon mit Gold anfangen? Hier ist die Kamera. Von denen. Der die Zentrale überwacht. Was ist hier? Wieder eine Höhle. Und hier ist erstmal ein Leckerli für uns. Ja, jetzt haben wir hier so einen Verbandskasten. Ich gehe mal nicht nah genug an die Gegenstände. Und denen tun noch die Füße weh. Ja, den haben wir gerettet wahrscheinlich. Und ich würde mal sagen, wir machen den Stromkreis erstmal hier hin, gehen wir auf den Käfig mal hoch und dann sehen wir, dass wir keinen Schalter drücken können. Nein, Schalter können wir nicht wirklich drücken. Er ist immer noch am Stöhnen. Jetzt haben wir nur das Funkgerät noch. Aber da haben wir keine Batterien zu. Ach, das ist zum Hoch und... Ist das vielleicht für den Schalter gedacht? Nicht wirklich, ne? Ja, was ist denn nun? Ja, er zeigt. Aber ich will nicht auf diesen... Oder ob hier.
Nee, es hindert mich hier. Hier und ah, hier hinten geht's lang. Hier vorne. Jetzt kann ich den auch drücken hier. Nicht? Dann nicht drücken. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht drücken will. Dieses Ding. Oder ist hier noch irgendwas, was ich übersehe? Ist hier wieder was, was ich übersehen habe? Muss ich hier jetzt irgendwas nehmen? Wegnehmen? Mitnehmen? Oder muss ich jetzt hier die Ameisen zum Appell rufen? Husten hilft ja bekanntlich weiter. Nein, natürlich nicht. Sieht die zum Appell. Grün, grün, blau, grün, grün, blau. Oh, ich kann die gar nicht mehr drücken. Grün. Hat sich ausgequietscht mit den Quietscheentchen. Dass ich die zum Appell rufen könnte oder so, dachte ich. Aber das kann ich leider nicht. Mal da oben gucken. Hier kann ich auch nichts weiter bedienen oder machen. So, das heißt wieder suchen. Uns auf die Suche begeben. Da ist irgendwas, was wir runternehmen können, ne? Irgendwas können wir da machen. Was haben wir da jetzt aufgedeckt? Ach, dass die Ameisen plus Atom zur Superameise werden. Gut. Das haben wir uns ja vorhin auch schon gedacht. Aber wie bekomme ich jetzt meinen Freund befreit? Ja, das Spiel ist auf jeden Fall was für erwachsene Tüftler und für Jugendliche, Kinder. Das ist nicht so brutal. Kann man auf jeden Fall machen. Aha. Sag bloß, wir hätten unseren Kumpel befreien können, indem wir da einfach mitrennen. Ha, so einfach der Lösungsweg. Oh, Bad, du bist aber auch ein Pechvogel. Dann wird er schon verschleppt von den Ameisen.
Und wir landen im Knast. Oh, schön. Ja, jetzt haben wir Bad rausbekommen. Haben wir einen Löffel. Müssen wir uns den Weg freigraben. Doch wir befinden uns jetzt im Knast der Ameisen. Ja, und ob wir hier aus Alcatraz, nenne ich es mal, fliegen können, das sehen wir in einer nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde.